Freust du dich auch, wenn du durch deinen Stall gehst und siehst, dass deine Kühe die Rationen am Futtertisch gerne fressen und sie nicht ständig versuchen auszusortieren? Sie fressen viel, sie haben eine hohe Futteraufnahme und deine Ziele in puncto Grundfutterleistung werden in diesem Jahr erreicht. Das Kotbild sieht außerdem gleichmäßig aus und du hast keinen Ärger mit der Klauengesundheit. Die Tiere werden gut tragend und du findest einfach wenig kranke Tiere im Bestand und freust dich über die gute Laktationspersistenz. Damit du mit deiner Herde erst gar nicht in diese Abwärtsspirale von schlechter Trockenmasseaufnahme und kranke Kühe reinrutscht, gebe ich dir heute 5 einfache Tipps mit an die Hand. Deine Kühe sind wahre Feinschmecker, sie können so gut riechen wie Hunde und das musst du dir einfach immer wieder bewusst machen. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass deine Ration schmackhaft ist, dass sie gut gefressen wird von deinen Kühen und dass eben nur qualitativ hochwertige Futtermittel eingesetzt werden. Für mich gehört auch dazu, dass du eine optimale Grundfutterqualität für deine Tiere hast, also Grundfutter mit hohen Energiekonzentrationen und guten Verdaulichkeiten. Ebenso ist es natürlich wichtig, dass du eine optimale Futterhygiene sowohl in den Silostöcken als auch am Futtertisch walten lässt. Deine Kühe sollten außerdem zu jeder Tages- und Nachtzeit natürlich Zugang zu ausreichend Futter haben. Das ist auf den meisten Betrieben zum Glück schon selbstverständlich. Deshalb ist es natürlich sinnvoll, wenn du einen Futterrest hast, dass du den so einplanst, dass er einfach zu deiner Herde passt. Die meisten Betriebe kommen gut mit 3-6% klar. Da hängt es aber auch davon ab, wie lang ist der Futtertisch, wie viele Fressplätze hast du zur Verfügung und zu welchen Fütterungszeiten fütterst du. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich, dass du dich nicht von deinem Bauchgefühl leiten lässt. Du freust dich, dass deine Kühe super gefressen haben, weil der Futtertisch morgens wie leergefegt aussieht. Aber dabei kann es durchaus sein, dass du vielleicht zu wenig Futter vorgelegt hast, weil es die letzten Tage geregnet hat oder es auch sonst zu irgendwelchen Abweichungen in den TS-Gehalten deiner Ration gekommen ist. Und aus dem Grund, man zwar das Gefühl hat, weil die Tiere viel Frischmasse gefressen haben, dass die Tiere viel Futter aufgenommen haben, aber letztendlich zählt für uns jetzt hier, gerade im Training, nur die Trockenmasseaufnahme und die TS-Gehalte der Ration bzw. auch der Einzelsilagen, die regelmäßig kontrolliert werden müssen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich die Mischung. Deine gefütterte Ration sollte so homogen wie möglich sein, das ist dir sicherlich klar, gerade wenn du mich schon ein bisschen länger kennst. Nur wenn deine Kühe die Ration nicht sortieren können, das ist ganz wichtig, fressen sie auch die Ration, die du ausgerechnet hast und fressen sie gleichmäßig auf und bekommen die Energie und die Struktur bzw. die Proteinmengen, die sie benötigen und können dann natürlich auch nur gesund bleiben. Der letzte Punkt ist besonders wichtig und zwar die Tierbeobachtung, also immer Augen auf beim Stallrundgang, wenn du die Tiere zum Melken holst oder wenn du vielleicht die Liegeboxen sauber machst, da immer noch mal so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Gibt es Tiere, die Probleme mit der Kotkonsistenz haben? Wie ist die Pansenfüllung der Tiere? Gibt es Auffälligkeiten? Stehen besonders viele Tiere in ihren Boxen, bis sie sich ablegen? Gibt es besonders viele Tiere vielleicht derzeit, die auf den Alarmlisten stehen, wenn du mit AMS melkst oder andere Herdenmanagementsysteme einsetzt, die dir das anzeigen? All das gehört natürlich sehr mit dazu, weil Kühe haben immer recht und es ist sehr, sehr wichtig, dass man ihnen dann auch die Chance gibt, dass man sich anhört, was sie einem sagen wollen. Und letztendlich ist es immer so, wenn es Probleme mit der Kotkonsistenz gibt, alle Tiere zu dünn auf dem Mist sind oder auch einfach zu viele Tiere auffällig in der Kotkonsistenz sind, was jetzt so Auswaschreste angeht oder auch zu dünn oder zu dicke Fladen, dass du dann immer hinterfragst, was wollen dir deine Tiere damit sagen und dich intensiv damit auseinandersetzt, welche möglichen Ursachen das haben könnte und dann gegebenenfalls dich auch mit deinem Tierarzt, mit deinem Berater auseinandersetzt, um die Ursachen zielgerichtet und schnell abzustellen. Wenn du möchtest und du hast Interesse daran, dein eigener Fütterungsexperte zu werden, dann melde dich auch gerne bei uns. Wir sind davon überzeugt, dass Fütterungswissen auf den Betrieb gehört, dass es nicht mit dem Auto wieder vom Betrieb wegfahren darf. Und wenn du das genauso siehst, dann melde dich gerne über unsere Website www.kühe-gesund-füttern.de.